illegale Autorennen auf öffentlichen Straßen. Ihre Fahrweise, die schrammt schon so langsam an dem Tatbestand des illegalen Straßenrennens. Druck kann man auf solche Leute nur durch Sanktionen ausüben. Wenn sie verunsichert sind, dann halten sie sich auch an die Verkehrsregeln. Durch Raser sterben Jahr für Jahr Menschen. Sie zerstören ganze Familien. Oft kommen sie ungestraft davon. Es geschieht scheinbar Unrecht und es wird nicht gesühnt. Samerberg in Oberbayern. Hier haben die Familien Rüd und Dachselberger eine Gedenkstätte errichtet. Für Melanie und Ramona. Vor gut 5 Jahren starben die jungen Mädchen bei einem schweren Autounfall. Für Ramonas Mutter steht fest, ihre Tochter ist das Opfer eines illegalen Straßenrennens. Sie wären ja noch da, wenn nicht das illegale Autorennen gefahren worden wäre. Dann gäbe es die Mädchen noch. Hat man irgendwo eine Wut, dass es Menschen gibt, die sowas riskieren und andere Menschenleben töten und Familien zerstören dadurch. 2 junge Frauen sind tot. Melanie Rüd wird 21, Ramona Dachselberger 15 Jahre alt. Ein roter Golf GTI rast 2016 frontal in den grünen Nissan der Mädchen. An dem Unfall sind 2 weitere Autos beteiligt. Der Vorwurf, die 3 Fahrer sind ein Rennen gefahren. Ralf und Manuela Rüd verlieren ihre älteste Tochter, Chiara die geliebte Schwester. Die Gedenkstätte ist das Einzige, was den Hinterbliebenen bleibt. Alle Hoffnungen der Eltern, alle Zukunftsträume von Melanie, ausgelöscht. So komisch, wie es klingt, hat man immer noch die Hoffnung, da kommt das grüne Auto, wenn sie an der Schule kam oder die Tür quietscht unten, wenn sie in die Arbeit gegangen ist. Da hat man immer so gedacht, aber obwohl das irre ist, ne? Aber dann so nach 1 Jahr, nach 2 Jahren ist das einfach endgültig. Ne? Die Freundinnen Melanie, Ramona und ihre Schwester Magdalena sind am Unfalltag zum Pizzaessen nach Rosenheim gefahren. Als sie um 21 Uhr auf dem Weg nach Hause sind, kommen den Mädchen auf dieser Landstraße 3 Fahrzeuge entgegen. Simon H. hat sich mit Daniel R. und mit Sebastian M. zuvor Sprintduelle in der Stadt geliefert. Simon H. versucht mit seinem roten Golf, die Autos von Daniel R. und Sebastian M. zu überholen. Später sagt er aus, dass Sebastian M. beschleunigt, als sie auf gleicher Höhe sind und die Lücke schließt. Simon H. kann nicht mehr einscheren und versucht vergeblich, am ersten Fahrzeug vorbeizukommen. Sekunden später die Kollision. Melanie stirbt am Unfallort. Die Töchter von Manuela Dachselberger, Ramona und Magdalena sind schwer verletzt und werden in verschiedenen Krankenhäusern notoperiert. Dann haben die 2 Polizisten oder 3, was bei uns dann in der Stube gestanden sind, die Polizeimützen runter da. Und dann habe ich mich noch gewundert, warum die jetzt alle ihre Mützen runter deren. Und dann hat er die Nachricht ihm gesagt, dass jetzt das Mädchen, das in Rosenheim war, gestorben ist. Und ich habe dann nur gefragt, welcher ich war in Rosenheim. Und dann haben sie gesagt, die Ramona. Für Ramonas Tod macht die Mutter die Raser verantwortlich. Das ist auch meine persönliche Meinung. Ist sowas ein Mord, was da abgegangen ist. Weil das war einfach nicht passiert. Es wäre nicht passiert. Es gibt Sachen, die passieren. Und es gibt Sachen, die passieren, weil es Irre gibt, die sowas rausfordern und da einen bestimmten Kick brauchen anscheinend. Oder einen Geltungsdrang haben. Ich weiß es nicht. Für uns völlig krank sowas. Völlig. Die Dienststelle der Sonderkommission Autoposer in Hamburg. Olaf Barstrup und Grigor Lesny kämpfen seit 2017 gegen die Raser-Szene. Die Kommissare wollen den Autorennen auf öffentlichen Straßen ein Ende bereiten.
Der eine lässt den anderen nicht rein. Ja, ja. Er muss richtig in die Eisen gehen, damit er dem Smart nicht hinten auffährt. Bei 160, 170. Bei 160. Auch nicht schlecht. Mhm. Also das war, wenn der ausschert und nicht weiß, was er tun soll, dann einen Verkehrstoten. Ja, das Problem ist, dass rücksichtslose Raser sich, so wie der Name das ja schon sagt, rücksichtslos auch gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern benehmen. Denen ist das Wohlergehen anderer und auch seiner Kumpels, hier war es gefährlich, so dicht aufzufahren, völlig egal sind. Die wollen den Kick haben, die wollen schnell fahren. 2019 liefern sich in Hamburg gleich mehrere Fahrer ein Rennen bis zum Crash. Bittere Bilanz, ein Toter, fünf Verletzte, rund 140.000 Euro Schaden. Da ist ein Teilnehmer dieses Rennens tödlich verletzt worden, 300 Meter Trümmerfeld, mit verschiedensten Fahrzeugteilen und verschiedensten beschädigten Fahrzeugen. Ja, wenn da ein Unbeteiligter noch über die Straße geht, ja, das ist überhaupt nicht abzusehen. Seit 2017 gilt Rasen als Straftatbestand. Die Polizei schaut seitdem genauer hin. Die Zahl der verbotenen Autorennen steigt stetig. 2020 zählten die Beamten bundesweit 5.000 Fälle. Ja, der überschreitet die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch schon permanent um so 60 Stundenkilometer gerade. Ja, hier sind sie gerade im 80er reduzierten Bereich, weil hier die Autobahn neu gebaut wurde. Die Kommissare Barstrup und Lesnik verfolgen einen Raser, der die Straße für sich beansprucht. Wir haben ihm Lichthupe gegeben, damit der eine Verkehrsteilnehmer von der linken Spur wegfährt. Da sind wir schon fast im Nötigungstatbestand. Das ist schon eine aggressive Fahrweise, die wir eigentlich so hier auch nicht wollen. Die Beamten filmen die rücksichtslose Fahrweise. Das Video wird später als Beweis vor Gericht präsentiert. Als die Kommissare genug gesehen haben, stoppen sie den Verdächtigen. Moin, die Polizei, Lessing ist mein Name, Verkehrsdirektion Ost. Ich bekomme hier einen Führerschein und einen Fahrzeugschein. Am Steuer ein junger Vater. Auf der Rückbank seine Frau und die Kinder. Ohne Kindersitz und nicht angeschnallt. Ich muss mich hierzu auch gar nicht äußern oder so. Richtig, genau. Warum fahren Sie, wie Sie fahren? Sie haben zwei Kinder, ohne Kinder. Ja, das Ding ist, ich war auf einer Hochzeit. Auf 3-4 Meter auf, vielleicht auf 5. Ja, aber warum gehen die nicht aus dem Weg? Die haben doch gesehen, dass ich komme. Die müssen noch mal Platz machen. Nee, müssen sie nicht. Ja, okay, müssen sie nicht. Aber in einer 120er-Zone 80 fahren, das geht ja auch nicht. Haben Sie sich die Schilder genauer angeguckt? Ja, 80er-Zone. Genau, und Sie fahren hier mit, ich weiß es nicht, wo waren wir? 150 fast. 150. Kann ich mir das Video ansehen? Nee, leider nicht. Das dürfen Sie dann gerne sich an der entsprechenden Bußgeldstelle anschauen. Kostet 12 Euro. Aber wir dürfen Ihnen das jetzt erstmal nicht zeigen. Ne? Ich würde an Ihre Vernunft appellieren. Zwei Kinder, auch wenn Sie Gründe haben, weil Mama zu Hause Hilfe braucht, was auch immer. Ja, ja, das geht natürlich alles vor. Die anderen, die rechnen nicht damit, verstehen Sie? Das ist ja das Ding. Ne? Die rechnen nicht damit, dass da einer mit 150 angeflogen kommt, wenn er 80 ist. Und dann gibt es ja auch noch Lichthupe. Wenn der sich erschreckt, wenn da eine Omi vor ihm fährt, die da sich irgendwie ein bisschen verunsichert fühlt, dann haben Sie einen Unfall und die Kids sind nicht gesichert. Da werden Sie im Leben doch nicht mehr froh. Den Mann erwartet ein hohes Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Doch das schreckt den Raser offenbar nicht ab. Von Einsicht keine Spur. Er war 80 erlaubt, in 150 gefahren. Ja, 140. Aber du kein Schuldgefühl jetzt? Jetzt momentan? Nee, nee. Fahren Sie jetzt langsamer? In der Zukunft? In der Zukunft? Nee, ist egal. Ist egal. Der Fahrzeugführer hat eine, ja, meiner Meinung nach, etwas verquere Selbsteinschätzung. Er hat geäußert, dass er das natürlich alles im Griff hatte, dass der Abstand doch ausreichend gewesen sei, weil er ja eine Fahrzeuglänge Abstand gehalten hat. Als ich ihm dann verdeutlicht habe, naja, eine Fahrzeuglänge sind vielleicht mal 5 Meter oder 6 Meter. Bei der Geschwindigkeit hätten sie aber mindestens 35 bis 40 Meter Abstand halten müssen. Er hat nur genickt, aber ich glaube nicht, dass unsere Appelle dann dahingehend durchdringen. Zumindest die Frau zeigt sich einsichtig und verspricht nicht, ohne Kindersitze weiterzufahren. Die würde jemand aus der Familie gleichbringen. Die Beamten können nur hoffen, dass der Fahrer danach langsamer fährt. Rüdiger Born ist Verkehrspsychologe. Er versucht, Raser zu therapieren. Einige kommen freiwillig, um sich aus der Szene zu lösen. Die meisten unfreiwillig,
angeordnet als Auflage vom Gericht. Für Born gibt die Gesellschaft insgesamt zu viel Gas. Grundsätzlich ist der Straßenverkehr einer, wo wir alle in einer gewissen Rivalität stehen. Wenn Sie Auto fahren, sind eigentlich die anderen nutzlose, störende Objekte, die Platz einnehmen, den Sie als Fahrer auch selber haben könnten. Und Sie haben wenig Erfreuliches von denen. Insofern haben wir latent auf jeden Fall eine Konkurrenzsituation. Solange zu schnelles Fahren als Kavaliersdelikt gesehen wird, wird sich kaum etwas ändern. Denn der Raser hat sein Publikum, seinen Applaus. Mit selbst gedrehten Videos feiert sich die Szene im Netz. Also die meisten Täter sind junge Männer, so im Bereich bis 25 Jahre alt. Das ist ein absoluter Schwerpunkt. Frauen sind kaum dabei. Und auch bei den älteren Männern wächst es sich dann aus, dass die sowas nicht mehr machen. Psychologisch spielt es halt eine Rolle, die Freude an der Leistung, die Abwesenheit von Angst, dass da richtig was Schlimmes passiert, dass man dabei sterben kann oder andere zu Tode bringen kann. Dann soziale Komponente, dass man natürlich sich gegenseitig auch lobt und bewundert für die tollen Leistungen, die man gebracht hat, wenn es mehrere sind. Bei einzelnen Leuten manchmal eben zumindest die Fantasie, dass man dafür bewundert und beachtet wird, was man da gerade für Leistungen bringt. Also gerade wenn Sie an Poser denken, die dann auch ordentlich Krach machen und ihre Autos lauter gemacht haben, dann damit durch enge Straßen fahren, wo es ordentlich hallt, da spielt dann natürlich auch die Fantasie eine Rolle, dass die anderen etwas verärgert sind und man selber halt der Stärkere ist, der es halt den anderen aufdrängen kann, seinen Krach. Während die Raser mit ihren Taten im Netz angeben und oft nicht belangt werden, leiden die Hinterbliebenen der Opfer ein Leben lang. So, mein Schatz. Hallo. Hi. Na, alles gut? Ja. Passt wieder. Und? Wie war's? Ja, recht ruhig, aber ein Kopfgespräch. Magdalena hat als Einzige den Unfall überlebt. Sie wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ich habe mir nur gedacht, bitte, lieber Gott, dass es eine überlebt. Die Ärzte rekonstruieren das Gesicht von Magdalena. An den Unfall hat sie keine Erinnerungen. Und dann hat sie im Kopf, wie geht's denn der Melanie? Und ich habe vor der Frage wahnsinnige Angst gehabt. Ich habe dann gesagt, halt, nicht so gut, weil ich eigentlich ausweichen wollte. Und sie hat aber dann nachgehakt und hat gesagt, was heißt denn nicht so gut, Mama? Ich habe gesagt, Lina, die Meli hat den Unfall nicht überlebt. Und dann haben da hören die wahnsinnig verschwollene Augen. Da wo du nur so ein Schlitzerl gesehen hast, die Tränen durchkullert. Und was ist mit meiner Ramona? Wie geht's denn der? Dann habe ich auch gerade wieder gesagt, nicht so gut. Ja, Mama, was heißt nicht so gut? Ich sage, ja, die hat den Unfall auch nicht überlebt. Und dann ist mir brutal schlecht geworden. Und ich wollte aber nicht, dass die Magdalena das mitkriegt. Und dann bin ich rausgegangen und dann bin ich ohnmächtig geworden. Also dann war das komplett da, was jetzt passiert ist. Magdalena erleidet ein schweres Schädelhirntrauma. Ihr Bein ist mehrfach gebrochen. Bis heute ist sie in Behandlung, kann nur eingeschränkt arbeiten. Hast du schlafen können die letzte Nacht? Oder war es also eher schlecht? Schlecht. Eher schlecht. Ja, danke. Weil? Ich habe einfach nicht einschlafen können. Hast du nicht einschlafen ja, können? Geht einem dann viel durch den Kopf oft. Mhm. Ja. Das sind jetzt wahrscheinlich die Tage ja. Gerade. Ja, also man wird eben jeden Tag damit konfrontiert, körperlich sowie seelisch. Bei mir kommt eben das Körperliche noch hinzu. Es ist einfach so, dass ich im Kopfbereich seit dem Unfall extrem empfindlich geworden bin. Also ich lege mich jeden Tag Mittag hin, 1 bis 2 Stunden, einfach weil das mein Kopf und mein Hirn braucht zur Erholung. Dadurch, dass halt eine Hirnverletzung eben, dass ich die leider auch erlitten habe. Das Seelische, was da los ist, gerade wenn so bestimmte Tage wieder sein, sei es ein Geburtstag oder Weihnachten oder jetzt dann der Todestag wieder kommt, dann ist das schon echt ganz, ganz schwer. Ich bin eigentlich ein ziemlich Stehaufmännchen. Also ich, ja.
Du probierst das so gut als möglich jeden Tag, gell? Ja. Ja, muss man ehrlich sagen. Und man findet sich irgendwann halt damit ab. Das ist so. Die Raser haben das Leben der ganzen Familie auf tragische Weise verändert. Hamburg. Die Beamten der Sondereinheit Auto Poser, Olaf Barstrup und Gregor Lesnik verfolgen einen Raser. PKW rechts überholt. Ja, der PKW vor uns, erstmal hat er die zulässige Höchstgeschwindigkeit so maximal 40 Stundenkilometer überschritten. Und hier ist jetzt 60, genau. Wir fahren immer noch 93, jetzt sind wir innerorts. Jetzt kommt aber eine Blitzampel, jetzt fährt er langsamer. Und hat einen anderen Fahrzeugführer rechts überholt, was hier auf der Kraftfahrstraße nicht zulässig ist. Er ist vorher schon dicht aufgefahren, hat ihn sozusagen schon sich genötigt, aber schon auf die rechte Spur drängen wollen. Die Ausfallstraßen der Hansestadt werden gerne als Rennstrecke benutzt. Dieser Fahrer nimmt auch innerhalb der Stadt keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Wir beobachten ihn noch ein bisschen, weil er ja schon wieder ein komisches Fahrmanöver gemacht hat hier. Und dann, ja, den gucken wir uns jetzt noch mal einen Moment an. Und dann werden wir ihn rausziehen. Nämlich jetzt. Drei mobile Einsatzfahrzeuge der Soko sind in dieser Nacht unterwegs. Für eine Millionenstadt wie Hamburg ist das wenig. Die Gefahr, erwischt zu werden, ist für Raser gering. Einmal Motor bitte aus, Verkehrskontrolle, die Polizei. Haben Sie mich verstanden? Ja, ein bisschen. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Er macht ja nichts. Verkehrskontrolle, Polizei, Motor aus. Stop the engine, please. My colleague is there. Hi, die Polizei. Schönen guten Tag. Lessing ist mein Name, Verkehrsdirektion Ost. Haben wir den Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte? In diesem Fall stoppen die Beamten einen Mann mittleren Alters. Es sind nicht nur die Jungen, die rücksichtslos Gas geben. Wir halten Sie an, weil Sie erstens viel zu schnell fahren, weil Sie zweitens auf der Bergedorfer Straße B5 Fahrtrichtung Stadteinwärts, einen Verkehrsteilnehmer verbotswidrig rechts überholt haben. Das Ganze stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Das werden wir entsprechend ahnden. Somit sind Sie betroffen am Ordnungswidrigkeitenverfahren. Nee. Müssen Sie sich dazu von der Polizei nicht äußern, ja? Ja. Haben Sie das verstanden? Nein. Gut, Sie sprechen Polnisch? Ich rufe meinen Sohn an, okay? Nein. Sie rufen jetzt niemanden an. Ganz kurz, ich kann es Ihnen nämlich auch auf Polnisch erklären. Sprechen Sie Polnisch? Ja. Pan po polsku rozmawia. Oczy pan po polsku rozmawia. No super. Der Mann ist einsichtig. Trotzdem wird er die Konsequenzen zu tragen haben. Das ist auch gefährlich, rechts zu überholen, weil der andere Verkehrsteilnehmer damit nicht rechnet. Wenn der rechts rüberfährt, kommt es zu schweren Verkehrsunfällen. Und dann waren wir bei einer Geschwindigkeitsübertretung von über 40 Stundenkilometern. Wir müssen ausrechnen, ob das nicht für ein Fahrverbot, ob da nicht ein Fahrverbot bei rausspringt. In diesem Fall werden am Ende 200 Euro Bußgeld fällig. Dazu kommt ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Der nächste Einsatz für die Beamten. Olaf Barstrup und Gregor Lesnik fallen zwei Fahrer von PS-Boliden auf, die anscheinend zeigen möchten, wie stark ihre Autos sind. SLR. Da vor uns. Und ein Lambo. Nee, ist ein Mercedes. Mercedes, hier vor uns, sehe das. Ja, und davor ist noch ein SLR gewesen. Mit über 90 geht es durch die belebte Innenstadt. Wir gehören zusammen. Ob sich die Fahrer verabredet haben oder sich spontan ein Duell liefern, ist schwer zu sagen. So läuft das Spielchen, ne? Man trifft sich auf der Straße, zwei hochmotorisierte Fahrzeuge, und dann fährt man mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt, ignoriert die Verkehrsregeln, fährt also grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Solche Geschwindigkeiten sind meiner Ansicht nach rücksichtslos, insbesondere wenn man dann auch noch Überholmanöver durchführt. Man fährt eine gewisse Strecke und möchte halt dem Kontrahenten, dem vermeintlichen Kontrahenten zeigen, dass man das potentere Fahrzeug fährt, dass man schneller und besser fahren kann. Und dann kommt es immer wieder zu irgendwelchen riskanten Fahrmanövern. Hier biegt jetzt einer ab. Wir bleiben an dem dran, der uns als erstes aufgefallen ist. Das, was wir jetzt auch noch vor uns haben, ist ein Mercedes-Benz AMG. Ich denke mal mit einer Motorleistung von rund 500 PS. Ich
Genau, jetzt schon wieder diese Sprints, ne? Also diese Beschleunigen. Schaut mal, wir fahren jetzt auch schon über 80 oder rund 80 innerorts. Samstagabend, Reeperbahn. Was soll das, ne? Also. Läuft. Ja, Menge Fahrzeug gestoppt, Reeperbahn. Die Kommissare können zwar die Geschwindigkeitsübertretung zweifelsfrei nachweisen, doch ob der Straftatbestand eines illegalen Autorennens erfüllt ist, muss später ein Gericht nach der Auswertung des Beweisvideos entscheiden. Ihre Fahrweise, die schrammt schon so langsam an dem Tatbestand des illegalen Straßenrennens. Ne? Sie fahren viel zu schnell. Das ist natürlich eine Fahrweise, die wollen wir in der City gar nicht haben. Ne? Selbst hohe Bußgelder schrecken die Hobbyrennfahrer kaum ab, so die Erfahrung der Kommissare. Sie plädieren für härtere Maßnahmen. Am meisten tut den Leuten weh, ein mehrmonatiges Fahrverbot, also nicht mit ihrem Spielzeug mehr durch die Gegend fahren zu können. Und wenn es an den Geldbeutel geht, das ist das Mittel, was die Leute verstehen, dass sie ihr Verhalten ändern. Das ist auch eigentlich so das Einzige, was wirklich zieht. Ne? Denn ich sag mal, ein Bußgeld in dem Rahmen, in dem wir uns aktuell bewegen, das tut zwar auch schon weh, aber wenn man für, ich sag mal jetzt eine fiktive Zahl, für ein oder zwei Jahre sein Fahrzeug nicht führen dürfte oder wenn es das eigene Fahrzeug ist, wenn das dann beschlagnahmt wird und man das Spielzeug eben nicht zurückbekommt, das wären natürlich, ich sag mal, adäquate Strafen, um diese Raser von der Fahrbahn zu holen. Das bayerische Alpenvorland im Herbst. Der 20. November, der Todestag von Melanie und Ramona, ist für die Eltern ein besonders schlimmer, schmerzhafter Tag. Manuela und Ralf Rüth möchten, dass sich solch ein sinnloser Tod nicht wiederholt. Man erhofft sich natürlich, dass für dieses Drama, das da passiert ist, dass da irgendwo eine Gerechtigkeit gefunden wird. Also von diesen Personen, dass da Verantwortung übernommen wird. Und ja, dass es dazu halt einfach auch zu einer ausreichenden Bestrafung kommt. Hallo, komm rein. Hallo Manuela, grüß dich. 5 Jahre ziehen sich die Prozesse durch die Instanzen. Die Richter müssen entscheiden, ob ein illegales Straßenrennen vor dem Crash stattgefunden hat. Und ob die drei angeklagten Fahrer für den Tod der Mädchen verantwortlich sind. Das Schlimmste mitunter bei diesen Verhandlungen war diese Arroganz der Fahrer und auch der Beifahrer. Also dieses Auftreten so nach dem Motto, jetzt gestellt euch mal nicht so, kann man nicht beschreiben. Wir müssen mit dem Tod der Mädchen leben, ein Leben lang, das ist einfach so. Aber trotzdem, wenn man dann sieht, dass diejenigen verstehen, was sie angerichtet haben, macht es jetzt mit Sicherheit etwas einfacher, es zu akzeptieren und sagen, okay, die denken drüber nach, die werden es nicht mehr tun. Was das Ganze einfach unerträglich nach wie vor immer wieder gemacht hat und macht, immer wieder das eine oder andere gelesen hat, dann, das waren die weiteren Taten, die sie gemacht haben. Da wieder irgendwas gemacht, da was, ein Lamborghini-Rennen, wie es so schön geheißen hat, gefahren. Also das sind Sachen, die schmerzen so brutal, weil sie nichts daraus gelernt haben. Ob zum Zeitpunkt des Unfalls ein Rennen gefahren wurde, kann das Gericht nicht zweifelsfrei klären. Doch der überholende GTI-Fahrer Simon H. wird wegen fahrlässiger Tötung zu 20 Monaten auf Bewährung verurteilt. Daniel R. erhält eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten. Sebastian M. wird in letzter Instanz aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Du bist wieder voll in dieser Situation drin. Also auch der Schmerz, auch diese ganzen, es wird dir immer wieder dasselbe durchgelesen. Es werden diese ganzen, natürlich auch diese schweren Verletzungen von diesen Kindern kommen auf den Tisch. Und dann natürlich auch diese Unfallbilder. Es ist fast unerträglich. Und du bist jedes Mal wieder da drin. Du findest dann null Frieden. Also du kannst auch nicht abschließen damit. Auch die Schwestern der getöteten Mädchen finden keinen inneren Frieden. Chiara und Magdalena reiten oft zusammen aus und erinnern sich an die gemeinsame Zeit zu viert. Also wir hatten ja damals auch noch die 4 Pferde eben. Und das war natürlich eigentlich wie auf dem Ponyhof, kann man eigentlich schon fast sagen. So idyllisch und schön war das einfach alles zwischen uns. Chiara kann am Unfalltag nicht mitkommen in die Stadt. Melanie, Ramona und Magdalena fahren alleine in ihr Unglück. Was Chiara bleibt, ist dieses Stück Land. Das hatte sie mit ihrer Schwester Melanie ökologisch bewirtschaftet.
Wir sind auf Mellerland. Also das Grundstück haben wir 2014, haben wir das gekauft. Und sag ich mal, wir haben das alle zusammen, haben wir angefangen, das halt zu bewirtschaften. Und nach dem Tod von meiner Schwester, früher war es einfach nur unser Grundstück. Und das haben wir es jetzt eben Mellerland genannt. Weil eben von Mella für Melanie, weil es halt einfach immer eine Erinnerung an sie sein soll. Wenn man auf einmal, sag ich mal, den Menschen verliert, den man eigentlich am nächsten mitgestanden ist, den man halt, sag ich mal, mit dem man eigentlich alles geteilt hat. Also sie war nicht nur meine Schwester, sie war halt meine beste Freundin. Und egal, was wir halt gemacht haben, wir haben eigentlich immer alle zusammen was gemacht, entweder zu viert oder zu zweit. Und es ist halt immer, es kommen halt auch viele schmerzhafte Erinnerungen halt immer wieder hoch, auch wenn sich dann immer der Jahrestag wieder und wieder ist. Aber ich sag mal, diese Erinnerungen, man nimmt sie auch gerne an, wenn man sagt, man möchte diesen Menschen niemals wieder vergessen. Er soll einfach immer in einem Herzen bleiben. Los jetzt. Die Beamten der Sonderkommission Autoposer in Hamburg sind besonders nachts auf Streife. Gregor Lesnik und Olaf Barstrup kontrollieren auffällige Fahrzeuge. Ihr Auftrag: die Raser stoppen. Oh, der fährt richtig schnell, ne? Also, das ist ja. Ja, schon ordentlich. 150, ist 80 erlaubt. Das ist AMG, ne? Ja, richtig, ja. Genau. Der Raser ist in einer Luxuslimousine mit 435 PS unterwegs. Ein gefragtes Modell in der Autoposer-Szene. Moin, der Herr, Polizei Hamburg in der Verkehrskontrolle. Ich hätte ganz gerne den Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Wunderbar. Warum wir Sie anhalten, ist, weil Sie viel zu schnell fahren. Das ist ein Videofahrzeug der Polizei Hamburg. Die haben Ihre Fahrt videografiert auf der B75 mit schätzungsweise 150 bis 180 Stundenkilometern bei erlaubten 80 Stundenkilometern. Das bedeutet für Sie, dass Sie betroffen am Ordnungswidrigkeitenverfahren sind. Und wie gesagt, da wird ein Fahrverbot auf Sie zukommen. Ne? Ich werde gleich noch mal alles weitere überprüfen, aber rechnen Sie mit einem mindestens ein- bis zweimonatigen Fahrverbot bei diesem Fahrverhalten. Ja? Der junge Mann fährt einen Mietwagen. Für wenig Geld kriegt er für einige Stunden viel PS und kann die Straße zur Rennstrecke machen. Das ist auch ein Wiederholungstäter. Er, zumindest sagt er das. Er sagt, dass er vor 6 bis 10 Monaten bereits mit einem erheblichen Geschwindigkeitsverstoß aufgefallen ist und schon ein Bußgeld von knapp 1000 Euro bezahlt hat. Und da stellt sich mir als Polizeibeamter oder als Mensch auch irgendwo die Frage, ja, warum lernen Sie dann nichts da? Also denn irgendwann muss ja die Einsicht kommen, offensichtlich nicht. Dementsprechend, ja, also es ist schon das, was wir jeden Tag auf der Straße erleben. Und das ist genau das, was es so gefährlich macht, ne? Mit über 150, 160 Stundenkilometer auf einer Straße zu fahren, wo eben nur 80 Stundenkilometer zulässig sind. Wir haben gesehen, da waren auch andere Verkehrsteilnehmer, die er überholt hat. Die rechnen ja nicht damit, dass da so einer angefegt kommt. Und dann gibt es halt eben schwere Verkehrsunfälle, die häufig auch tödlich sind. Und das wollen wir halt eben vermeiden. Ne? Fahren Sie bitte langsam. Ich muss schnell nach Hause fahren, da wartet meine Mutter auf mich. Das ist keine Ausrede. Ich fahre ganz normal, nicht zu schnell. Sie sind viel zu schnell gefahren, ja. Ja, jetzt aber nicht mehr. Jetzt aber nicht mehr, ne? Das ist in Ordnung. Das wollte ich Ihnen noch mal sagen. Ja. Entspannen Sie sich. Wenn Sie sich nicht entspannen, müssen Sie jetzt zu Fuß gehen. Das wollen Sie doch nicht, oder? Nee, alles gut. Ich fahre langsam weiter. Bitte. Und auch nicht mit Emotionen, das wollen wir nicht. Mhm. Wenn Sie es eilig haben, müssen Sie früher losfahren. Mhm. Ja, über 150 da auf der B75 geht gar nicht. Langsam, ich möchte, dass Sie keinen Unfall bauen, dass Sie heil zu Ihrer Mutter kommen, okay? Okay. Gut, langsam weiterfahren. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Und anschneiden, bitte. In anderen Ländern greifen härtere Strafen. Die Bußgelder sind deutlich höher und die Behörden können die Luxusautos der Verkehrssünder sogar beschlagnahmen. Für Olaf Barstrup ist neben der Verschärfung der Sanktionen besonders wichtig, Präsenz zu zeigen. Die Gründung der Soko Autoposer hat sich für ihn ausgezahlt. Druck kann man auf solche Leute nur durch Sanktionen ausüben, indem wir die Kontrollen verstärken, indem wir auch zu Zeiten unterwegs sind, die vielleicht nicht erwarten. Und nur wenn sie verunsichert sind, dann halten sie sich auch an die Verkehrsregeln. Dürfen sich nie sicher sein, dass nicht gerade doch eine Videostreife hinter denen fährt und die Ordnungswidrigkeit dann ahndet, die sie begehen. Oder auch gegebenenfalls Straftaten. Der Verkehrspsychologe Rüdiger Born plädiert für ein generelles Umdenken. Gerade jungen Männern muss klargemacht werden, dass es nicht cool ist, rücksichtslos Gas zu geben.
Wir haben den Ansatz über Kontrollen, Sanktionen, Führerscheinwegnahmen. Wir haben den Ansatz über Aufklärung. Wir haben den Ansatz darüber, dass man Personen weniger guten Zugang gewährt zu solchen Fahrzeugen, zum Beispiel durch einen Stufenführerschein, wo sie dann so ein Fahrzeug nicht auf sich zulassen können oder auch nicht mieten können. Für Melanie, Ramona und ihre Familien kommen all diese Ideen und Maßnahmen zu spät. Besonders schlimm empfinden sie den Freispruch für einen der Fahrer. Melanies Vater ist zermürbt von den Prozessen und hat den Glauben an die Justiz verloren. Wenn es zumindest eine juristische Gerechtigkeit gegeben hätte, mit der man sie einigermaßen zufrieden geben könnte, dann vielleicht ja. Also es wäre auf jeden Fall einfacher gewesen, einen Abschluss zu finden und seinen Weg zu gehen und zu sagen, gut, mehr konnte nicht erreicht werden. Der Freispruch ist schon ein Schlag ins Gesicht. Das kann man leider überhaupt nicht anders betiteln, weil das eigentlich so eine Hilflosigkeit auch darstellt, wo du sagst, nein, es geschieht scheinbar Unrecht und es wird nicht gesühnt. Die Familien wenden sich bewusst an die Öffentlichkeit, damit andere nicht das erleiden müssen, was sie durchmachen. Tag für Tag. Für uns persönlich, und das ist rein unsere persönliche Meinung, sind die Leute, die sowas tun, Mörder. Sie reißen andere unschuldige Menschen aus dem Leben. Sie machen Familien kaputt. Und da wünschen wir uns einfach, dass sich da die Gesetzeslage ändert, dass jeder einfach besser nachdenkt darüber, was mache ich, was tue ich, gefährde ich andere Menschen damit.